Diese Villa sorgt derzeit für erregte Gemüter in Peking. Über Jahre war das eigentümliche Gebäude auf dem Dach eines Hochhauses in der chinesischen Hauptstadt entstanden. Aus falschen Felsen, aber mit Pavillon. Doch jetzt griffen die Behörden ein. Chen Yu von der Stadtverwaltung. Wir haben angeordnet, dass sich der Besitzer innerhalb von 15 Tagen melden muss. Sollte er das nicht tun, werden wir weitere Maßnahmen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden einleiten. Das kann auch den Abriss bedeuten. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua soll ein Mieter aus dem Hochhaus der Erbauer der Dachvilla sein. Die Stadtverwaltung versucht seit Jahren, mit dem Mann in Kontakt zu kommen, bisher ohne Erfolg. Andere Bewohner sorgen sich inzwischen um die Sicherheit des Hochhauses. Es könnte alles einstürzen, so ein Gebäude ist ja für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt. Aber jetzt hat er da so viel dran gebaut, das sind ja nicht nur ein paar Strohhalme. Es sollen teils riesige Felsbrocken dort oben sein. Wenn das einkracht, keiner weiß, wie viel Opfer das geben wird. Ich hoffe wirklich, dass die Behörden jetzt einschreiten. Ein paar Tage bleiben den Besitzern nun noch, um sich zu melden. Dann werden wohl die Abrisskolonnen anrücken.